So, meine Freunde, da bin ich auch wieder mit Let's Play Breath of Fire 2. Tja, letztes Mal haben wir anscheinend die Spitze von unserem tollen Erinnerungsturm erklommen und wollen jetzt mal ein bisschen nach dem Beschaffenheiten hier schauen und mal rausfinden, warum vergisst der liebe weise Baum immer alles. Diesen alten Mann haben wir angesprochen, der kann sich ja nichts erinnern. Die anderen spreche ich erst gar nicht an. Ich gehe hier durch. Aha, hier sehen wir wieder alles und da ist ein alter Mann. Bevor wir den ansprechen, ich habe eine böse Vorahnung, ich heile mich erstmal. Okay. Dann gehen wir mal dorthin und sprechen ihn mal an. Ich zerstöre die Erinnerung dieses alten Mannes. Warum, fragt ihr? Nun, er weiß etwas, das einige Unannehmlichkeiten für meinen Gott darstellen könnte. Hä? Irgendetwas Unvorteilhaftes, was ich zerstören werde. Ich lasse euch ich weihe euch an ein Geheimnis ein, Wraith. Ich bin derjenige, der die Erinnerung aller Leute in Gate vernichtet hat. Was? Er war das? Er war das? Oh oh. Zeit, ihn zu töten. Moment mal, das ist so eine Pflanze. Das letzte Mal habe ich nur die Erinnerungen vernichtet. Aber dieses Mal vernichte ich dich. Wollen wir doch erstmal sehen, du doofes Vieh, du verdammtes Vieh. Erstmal schön hier Feuerdrache drauf. Wir hauen jetzt alles drauf, was wir haben hier. Alles drauf. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt... Schauen wir seine Abwehr noch runter. Und Cut, ja, okay, sie kann nicht zaubern. Nein! Süßer auch. Toller Gegner wieder. Och, der schläfert doch wieder ein. Der hat doch einen Fisch im Arsch, ey. Aruhamel. Okay. Aruhamel. Mal schauen. Nee, man kann die Abwehr nicht runterschrauben. Aber jetzt zaubern ein Erdbeben auf ihn. Bounce. 97. Dann wollen wir mal schauen, was wir den so mit normalen Schlägen antun können. Was sprich zu? Rand. Rand hält ein bisschen weiter aus. Da brauchst du gar nicht versuchen. 41. Und 189. Hey. Der Schaden ist ordentlich. Mein Gott, nee. Ich glaube, ich werde gleich Rands Schlagfähigkeit verwenden, um den Held zu wecken. Weil das ist schon ein bisschen arg nervig. Ich guck mal, ob das funktioniert. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nie ausprobiert. Da, vergesst eure Magie. Ach du meine Güte, was ist das denn jetzt? Ich glaube, das hat immer dafür gesorgt, dass man, nee, funktioniert nicht. Es hat immer bewirkt, genau, dass man Zaubersprüche vergisst aus einer Reihe. Da, vergesst eure Magie. Der wird uns jetzt alle unsere Magie weghauen, dass wir die vergessen. Das ist eine nervige Beilage. Bald können unsere Charaktere nämlich gar nicht mehr zaubern. Aber mich stört es im Moment nicht, denn der Schaden, den wir jetzt hier ausrichten, ist schon ordentlich. Ja, toll. Vielleicht können sie gar nicht mehr zaubern. So. Weil ihr seht, ich kann nur noch einen Zauber verwenden. Spar kann immerhin noch einige. Greift den Helden an. Jawohl, der Held ist wieder wach. Und da das eine Pflanze ist, dürfte auch der Held ordentlich zuschlagen können auf das Viech. Also. Ich kann mich noch in so kleine Püppchen verwandeln. Ja, okay, machen wir zumindest ein Püppchen. Um wenigstens etwas Schaden zu machen. Ja, schön für ihn, schön für ihn. Feuerpüppchen, Attacke! Ja, das war ein Gegner, der hat mich arg genervt. Das hat ihn daran erinnert. Ich so. Eine kleine Mini-Echse und 256 Schaden. Das ist der maximale Schaden, den so eine Puppe machen kann. Ja, DJKA, ich hab dran gedacht, ich hab dir ja mal geschrieben, wie das Drachenschema funktioniert, weil du das noch nicht mehr so ganz drauf hattest. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, das Schema funktioniert eigentlich recht einfach. Je mehr AP man hat, umso mehr Schaden macht man gegen das Monster. Ja, und das ist eine... Das war's? Das war's. Okay. Rand 31. Hat den Hals sauber gelernt. Cut ist auf 21 aufgestiegen. Cut hat den ganzen Kampf über geschlafen. Aru, Mahameru. Ja, da sieht man noch diese teilweise Übersetzung am Japanisch-Englisch. Weil das Rö am Ende wird bei den Amerikanern und den Engländern einfach ein L gesetzt.
Ich kann diese Kräfte nicht bekämpfen. Ich habe bereits die meisten Erinnerungen des alten Manns vernichtet. Es ist zu schade. Ja, und der explodiert jetzt auch in den Gedanken. Okay, was ist jetzt? Ist jetzt hier Ruhe? Nein, ist nicht. Hat irgendwer den Exit-Zauber? Ja! Spa hat den Exit-Zauber. Raus hier! So. Jetzt haben wir hier das Monster beseitigt. Wir müssen jetzt eigentlich Ruhe haben. Nur die Frage ist, wie kommen wir hier raus? Ja. Wenn ich das wüsste, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir gehen jetzt erstmal in diese Stadt der Jünglinge. Weil da konnten wir, soweit ich weiß, unten auch übernachten. Nicht wahr? War doch richtig, oder? Ja. Wir übernachten. Da, da, la, la, la. So. Und jetzt spreche ich mal hier den Vorsitzenden hier an. Ja, ja, genau, in die Stadt der Jünglinge. Ich sprich mal die Drachenstatue an. Was wollt ihr vom Drachengott? Wir speichern. Ja, ich mach weiter. Ich bin vorsichtig, okay. Gut, ich sprech mal den alten Mann da in dem Turm an. Vielleicht kann der mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Vielleicht schmeißt er mich jetzt hier auch aus den Erinnerungen raus. Wäre wünschenswert, hier schnellstmöglich wieder rauszukommen. La 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 la. Die Musik ist so schön, aber ich kann nicht singen, sonst würde ich sofort irgendwas machen jetzt hier. Diese Gesänge zwischendurch sind ganz spontan. Aber egal, wir machen weiter. So. Verdammt nochmal! Der Emeo. Mein Gott, ey, die Gegner sind hier echt listig, echt lästig, nervig, alles, ey. Ich habe im Übrigen immer noch nicht erfahren, wer der Typ auf dieser Insel ist. Ich würde schon gerne wissen, wer das ist. Hier auf dieser Monsterinsel. Ja, das hast du uns schon mal gesagt, aber das ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber ich mache mich jetzt auf die Sorgen. Mitkämpfen. Mitkämpfen, wohlgemerkt. Erstschlag. Ja, aber Kat hat ganz schön aufgeholt, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt so sehe, die hat aufgeholt im Gegensatz zu Spa. Spa ist nur ein Level gestiegen und Kat vielleicht drei. Gut, das liegt auch daran, dass sie relativ tief war in diesen Leveln. Aber das ist jetzt auch erstmal egal. Ich mache hier jetzt einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2. Sprach der Raven halt nimmer mehr.